Und damit herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer neuen Folge From Zero to Hero. Und wie ihr seht, neues Interface. Ja, neues Interface, weil Myron UI, ich habe keine Ahnung warum, aber irgendwie wollte es nicht mehr nach dem letzten Update. So einiges hat mich da ein bisschen gestört und jetzt habe ich mir NUI runtergeladen, ja. So, wir sind ja stehen geblieben vor der allerletzten Instanz, jetzt in Cataclysm, die uns noch fehlt. Und das ist tatsächlich die wunderschöne Burg Shadowfang auf Heroisch. Und ja, werden wir mal einfach loslegen, drauf losprügeln. Ich muss mich selber erstmal mit den Interfaces noch reinfuchsen. Und wenn wir das hinter uns haben, dann haben wir nur noch die Raids vor uns. Und da freue ich mich schon richtig drauf. Da sind ein paar echt miese Dinger dabei. Schauen wir mal. Ich würde sagen, wir starten einfach. Muss ich hier irgendjemanden anquatschen? Ich weiß gar nicht mehr, ob... Schießt los oder zieht Leine. Ja. Lebt wohl. Schießt los oder zieht Leine. Blablabla. Der große Bösewicht. Und du bist durchsichtig, weil du es kannst. Schön. Okay. Was wissen wir über Burg Shadowfang? Oh. Schön. Okay, ja. Ihr seht, ich habe das selber noch gar nicht ausgetestet. Ich habe es erstmal nur fix eingestellt. Ich habe kein Ziel. Aber gefällt mir mit den Augen. Das macht so vieles einfacher. Warum stehst du hinter mir? Wie gesagt, ich muss mich selber erstmal reinfuchsen hier. Das ist alles nicht so leicht gewesen. Das aber NOI ist nicht schlecht. Ist halt nur ein bisschen überladen teilweise. Aber ich kann auch einiges ausstellen. Aber bisher stört es mich eigentlich noch weniger. Ich bin mal gespannt, ob es euch stört. Ich wünschte, ich hätte meinen Myron behalten können, aber wie gesagt. Was? Warum? Stimmt damit euch nicht? Diese vielen Fragen, das ist zu weit was entfernt. Die Gegner mit mir haben. Genherausforderung. Schön. Hat mir eine Gilde. Hat einen Schlachtzug geschafft. Bin ich stolz auf sie. Was war das jetzt für eine komische Pilz? Steht im Verlauf von... Ja, genau. Brauche ich wie ein Loch im Kopf. So, erster Boss. Ist kein Drama auf 100. Und gibt einen Erfolg. Begnadigung abgelehnt. Ach, jetzt muss ich mich auch noch bedanken. Danke. Ja. So. Was habt ihr zu erzählen? Kann ich hier jemanden befreien? Früher mal konnte man hier noch die Leute befreien. Heutzutage nicht mehr. Oh, die Hunde würde ich freilassen. Okay. Jetzt quatscht er sich da ein bisschen was und wir müssen ein bisschen warten, bevor dann einer von denen auf die glorreiche Idee kommt, diese Tür zu öffnen. Ich habe hier einen fetten Streitkolben am Start. Ach du Scheiße, ich habe mich ganz vergessen umzuziehen, sehe ich gerade. Haha. Ah ja, ihr seht ja mal mein neues Design. Ich wollte mal ein bisschen kriegerischer aussehen. Ich Idiot. Fängt ja gut an. Fängt ja. Oh, so gut an. Aber ihr hättet auch mal was sagen können. Ja. Kann ja nicht an alle denken. So. So, 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 und er macht die Tür in der Zeit auf, finde ich gut, das nenne ich Teamwork. Und du warst ein Halsgegenstand und du warst der Ring, genau. Welcher war jetzt hier der krasse? Da, so, okay. Bisschen gepimpt. Auf geht's. Ja, ich habe ganz vergessen, meine Rüstung anzulegen. Ha, ha. Kann ich noch nicht. Ich bin auch schon ein bisschen mehr aus, habe mich schon gewundert. Okay, doch nicht so viel. Naja, er hat's versucht. Diese Fähigkeit. Wir machen natürlich alle Bosse hier, soweit es geht, natürlich. Früher dachte ich immer, hier von den Pferden wäre auch einer voll besonders und so, aber war nie. Leider. Muss ich mal umgucken. Kann ja ab und zu mal sein, dass hier irgendwo eine Kiste rumgibt, ne? Wollen wir alle mitnehmen. Dieser Zauber ist noch nicht so, dann wollen wir mal als nächstes die Küche stürmen. Hi! Kann ich noch nicht tun. Ich habe kein Ziel. Jawohl. So, hinein. Und jetzt werden wir die Köche umnieten. Da kommen sie. Köche sind gefährliche Leute, ihr müsst aufpassen, ja. Ich rede ja auch von mir selber, ne?
waren gefährliche Leute. Sehr gefährlich. So, und dann noch den Pöbel der Bediensteten. Alles auslöschen. Und dann steht unser Wok-Kumpel Baron Silberlein da. Und ich sehe aus wie ein Taucher. Der ruft normalerweise ein paar Worge zur Hilfe. Ich wollte ihm jetzt eigentlich mal die Chance geben, aber er hat sie nicht genutzt. So, dafür gibt's Plattenschuhe, die mir nichts bringen. Oh doch, die Worgen sind da. Hi! Okay, ist doch keine Worgen. Ups, war nur ein Mensch. Und ihr seid jetzt voll aggro. Ja, Plattenschuhe, die ausweichen drauf haben, ist jetzt schon wieder scheiße. Ja, mit den Teilen sah es jetzt in Ketter echt nicht gut aus, muss ich mal sagen. War schon ein bisschen für'n Arsch. Kann ich noch nicht weg. Der nächste Boss, der wurde ja auch ein wenig aufgemöbelt. Der hatte so eine lustige Fähigkeit, so wie, was so wie Arthas kann man sagen, dass er solche, so ein Zeug hinterlässt, wo man nicht drinstehen sollte. Dann musste er dann ein bisschen durch die Gegend kiten. Interessiert uns aber mittlerweile recht wenig, weil overpowered und so. Aber ich bin schon echt am überlegen, was wir als erstes gehen werden, aber ich bin schon voll dafür, also nach den Raids, einem PSA zu gehen. Okay, was ein bisschen blöd ist für euch, dass diese Folge wahrscheinlich ziemlich kurz wird, weil wir jetzt nur die eine Instanz machen. Aber... Noch nicht bereit. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Und ich mache die ganze Folge heute. Cool. Aber dafür geht es nämlich dann schön in der nächsten Folge dann mit Raids weiter. Und das freut mich richtig. Das freut mich richtig gut. Und wie gesagt, PSA wird, denke ich mal, der erste sein, den ich machen werde. Und warum kannst... Was ist denn mit denen los? Das war doch kein Springen. Das also lässt immer noch auf. Jesus-mäßig durch die Gegend stehen. Naja, wer kann, der kann, wa? Und ich habe ganz schön Bartwuchs bekommen dafür, dass ich eine Frau bin. Fette Tätowierung auf dem Rücken. Ja, wer kann, der kann. So, hinein in die Hütte. Ich weiß gar nicht, wie viele Bosse jetzt noch vor uns liegen. Ich glaube nur noch zwei. Sehe ich das hier? Ach ja, ja. Super. So muss das sein. Ja, nur noch zwei. Lord Walden und Lord Godfrey. Kriegen wir hin. So, ihr lebt nämlich. Haha. Kann ich noch nicht wirken. Das lädt immer noch auf. Netter Versuch. Voll daneben gegangen. Früher stand hier mal noch eine Kiste. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Kann ich noch nicht wirken. Ich bin außer Reichweite. Kann ich noch nicht tun. So. Loot. Pilzextrakt. Was das hier nicht alle gibt. Okay. Weiter geht das. Ist ja schon gar nicht mehr weit. Also die Instanz ist schon wieder fast am Ende. Hüp. Hi. Aber eine ganze Menge Untote hier. Definitiv. Muss man ja mal sagen. Schon ziemlich verseucht. Wird mal sich Zeit, dass hier einer aufräumt. Dip, 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 dip. Dip, dip. Hier stand auch mal eine Kiste rum. Die konnte nun Schurke öffnen. Die ist natürlich auch weg. Er hat es zumindest probiert. Das lädt immer noch auf. Kann ich noch nicht wirken. Böse, echt das Schönste, was es gibt, ey. Muss ich immer wieder feststellen. So, dann hier weiter. Ich Idiot bin früher mal hier runtergesprungen, habe mich gewundert, warum es nicht weitergeht. Bin ich beim Kreis gerannt. Ah, damals. Jung und naiv und dumm. Ah, Book Shadowfang war echt eine Herausforderung damals für mich, muss ich ehrlich gestehen. Hatte immer Gruppen, die wir, mit denen wir es nicht hinbekommen haben. War schon schlimm. Zu Classic-Zeiten. Diese Fähigkeit ist noch ja, der macht immer irgendwas mit Tränken hier, wie ihr seht. Ist uns aber mittlerweile auch relativ Latte. Ja, ich weiß, ich verliere Lebensenergie hier, aber nicht viel. Und du mach jetzt mal Tor auf, ne? Digga? Freunde von Graumähne sind auch meine Freunde. Ich wünsche, du würdest das Tor aufmachen. Achso, ich glaube, da kommt so ein Kumpel von ihnen gleich von der anderen Seite, oder? Nee. Ihr solltet euch sputen, wenn ihr einen Teil der Beute haben wollt. Oh, böser Bock. Danke, Türöffner.
Und jetzt geht's auch schon zum letzten Boss. Kurze Instanz, aber toll. Ah, ich mag die Burg Shadowfang, die hat immer noch so ein, ich weiß nicht, so ein Flair. Schon schön. Eine wirklich schöne Instanz. Liegt wahrscheinlich auch mit an den Details, die hier so vorhanden sind. Die Liebe, die hier noch rein, also richtig reingesteckt wurde. Dafür mag ich Blizzard ja am meisten. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Platsch. Kann ich noch nicht tun. Ich brauche ein Ziel. So, und die letzte Tür. Mach auf. Dahinter befindet sich dann unser geliebter Lord Godfrey. Gut. Der war ja früher noch sehr lebendig. Jetzt ist er mittlerweile, glaube ich, auch ein, ja, auch ein Untoter. Und er hat hier so ein paar Dicke rumstehen. Oder nur ein? Waren es nicht mal zwei? Auf jeden Fall beschwört er eigentlich auch welche. Aber ob der so weit kommt, schwäßer nicht. Ich würde ihm jetzt gar nicht so viel Zeit zum Nachdenken geben wollen. Jaro, ich bock Shadowfang geschafft. Gibt's. Ja, muss mal gucken, wa? Also ich gehe echt unterpimpt in die Raids. Tja, ja Freunde. Das war's eigentlich schon im Groben und Ganzen. Ging relativ flott. Jetzt wollte ich mal noch was vergleichen. 23 Stärke. Ah, könnte man trotzdem anlegen, auch wenn es jetzt so ausweichen und parieren hat. Wäre mir nicht egal, ob so ein bisschen mehr Stärke boostet. Aber dafür würde Crit runtergehen. Ist auch blöd. Ja doch, das ist richtig blöd. Was haben wir denn hier noch? Handgelenke mit 17 Stärke. Na ja, gut. Und das war's schon. Könnte man den Intelm anlegen. Einfach nur, weil es kann. Ja, ihr seht, wir haben nicht viel in den Instanzen bekommen. Ziemlich wenig, muss ich sogar sagen. Wir tragen noch eine ganze Menge aus Wottelka, Breath of the Lich King. Naja. Okay, Freunde. Ich sag jetzt mal bye-bye. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir dann endlich raiden gehen in PSA. Gut, macht's gut, Freunde. Bye-bye.